is GFL Football. Die noch sieglosen Berlin Rebels empfingen die ungeschlagenen Hildesheim Invaders in Berlin-Wilmersdorf vor 566 Zuschauern. Die Rebels dunkel gekleidet mit dem ersten Touchdown der Partie. Das ist ihr Running Back. Andreas Betzer, der Franzose, läuft hier für 42 Yards und die ersten Punkte zum 7:0. Die Antwort der Invaders hieß Casey Terrio und sie hieß Anthony Dablé. Das sind 21 Yards. Und dann liegt der Ball an der Rebels 5-Yard-Linie und der Handoff geht zu Dablé und der läuft zum Touchdown, auch wenn wir es nicht ganz im Bild haben. Ausgleich 7:7. Andere Seite. Berlins Quarterback Terrell Robinson findet Jason Harris 22 Yards. Und die Rebels bewegten den Ball gut gegen die Hildesheimer Defense. 6 Yards vor der Endzone. Probiert Robinson über rechts. Da geht nichts, aber links ist die Lücke frei. 14:7. Der Touchdown für die Berliner. Aber andere Seite. Das geht schnell. Der Pass von Terrio auf Jaleel Awini und da sieht die Berliner Verteidigung ganz, ganz schlecht aus. 42 Yards später. Der Ausgleich 14:14. Rein ins zweite Viertel. Es war ein Offensivfeuerwerk auf beiden Seiten. Robinson findet hier Andreas Betzer für 23 Yards. Und schon stehen die Berliner an der gegnerischen 2-Yard-Linie. Und hier ist wieder Betzer mit Power in die Endzone. 21:14 durch den früheren Frankfurter. Andere Seite. Die Invaders setzen auf ihren spanischen Running Back Adrian Jimenez. 16 Yards Raumgewinn. Und dann Terrio auf Mario Flores. Noch ein Spanier. 7 Yards. Touchdown 21:21. Ein sehr spanischer Touchdown für die Gäste. Tja, aber Offensivfeuerwerk, da passieren ab und an auch mal Fehler. So wie hier Robinson mit dem langen Ball. Corvin Henning fängt den Pass ab. Und damit die Invaders wieder im Angriff. Fast so, als hätte man beim Tennis dem Gegner den Aufschlag abgenommen. Keine Punkte für die Rebels und die Invaders gehen damit zum ersten Mal in Führung. Terrio auf Awini, 20 Yards, 28:21 für die Gäste. Die Berliner müssen jetzt dranbleiben. Lauf von Robinson, das sind 17 Yards. Und dann 18 Yards vor der Endzone, Handoff zu Betzer. Und da gibt's 3, 4, 5 Hildesheimer, die den Tackle nicht machen. Und am Ende steht's 28:28. Nach einer Strafe, Kickoff an der 20 und die Rebels schießen die Hildesheimer an, erobern den Ball wieder, bleiben also im Ballbesitz. Und dann folgt ein erfolgreicher Trickspielzug. Double Pass TJ Ezekielu auf Naji El Ali, 22 Yards. Touchdown 35:28. Die Rebels liegen wieder vorne und dann war Halbzeitpause in einem wilden, in einem aufregenden Spiel. Die Rebels ja Playoff-Dauergast in den letzten Jahren, aber dieses Jahr müssen sie hart kämpfen und das bleibt dann nach der Pause so, den Hildesheim. Mit Terrio und Awini 25 Yards, der Ausgleich 35:35. Touchdown Nummer 3 für Awini und dann fumbled Robinson. Missverständnis beim Handoff. Und damit wieder Hildesheim mit der Offense und das ist Terrio auf Nate Morris, 15 Yards. Anschließend nochmal Terrio auf Morris für die letzten 2 Yards, die noch fehlen. Touchdown. Und die Invaders liegen wieder vorne, 42:35 mit Beginn des vierten Quarters. Und immer noch hoher Unterhaltungswert. Beide Mannschaften marschieren übers Feld. Das ist Andreas Betzer mit diesem Pitch von Terrell Robinson, läuft für 25 Yards. Anschließend liegt der Ball an der 1-Yard-Linie und Betzer macht den Touchdown zum 41:42. Der anschließende Extrapunkt von Ben Herrmann ist allerdings nicht gut. Hildesheim ein Pünktchen vorne. Und Hildesheim hat Casey Terrio. Der kann sehr gut werfen und der kann auch immer noch gut laufen. Das sind 14 Yards für den Spielmacher der Invaders. Und anschließend dann Kernkompetenz, Passspiel, 6. Touchdown-Pass von Terrio. 49:41. Der Ball ging auf Anthony Dablé. Die Berliner jetzt verzweifelt und Robinson wirft seine 2. Interception zu Henning an diesem Tag. Henning, der Held der Passverteidigung der Hildesheimer. Und dann machen die Invaders den Deckel drauf. Sean Richard, der erste Lauftouchdown der Partie. 56:41. Das war der Endstand. Hildesheim gewinnt in Berlin und die Rebels bleiben damit genauso sieglos wie die Hildesheimer ungeschlagen bleiben.